Vor der heutigen FED-Sitzung hat der KI-Hype aus meiner Sicht einen nächsten ziemlich heftigen Kratzer erlitten durch die schwache Umsatzprognose von Microsoft. Der erste Kratzer, veritable Kratzer, kam aus meiner Sicht schon durch die Aussagen von Apple. Naja, wir kopieren mal so diese KI von ChatGPT oder von Google Bard und nutzen das so für uns mal erstmal intern. Das bedeutet, dass im Grunde diese KI-Systeme wahrscheinlich schwer sein werden zu monetarisieren und das also als erster Kratzer jetzt Microsoft als zweiter Kratzer. Aber schauen wir uns zunächst mal die Lage vor der FED-Sitzung an. Wir hatten gestern ja gute Zahlen von Google Cloud, vor allem sehr, sehr stark, Suchanfragen sehr, sehr stark, was dafür spricht, dass KI bisher noch nicht wirklich Konkurrenz ist für die Suchmaschine von Google. Wir sehen ja auch das Interesse an ChatGPT über Suchanfragen, etwa über Google, geht deutlich zurück, ist nicht mehr so, wie es mal war. Also die klassischen Bereiche von Google haben hier Geld reingespielt, auch YouTube zum Beispiel, das hat man ja für 1,65 Milliarden Dollar im Jahr 2006 gekauft. Alleine in dem jetzt abgelaufenen Quartal hatte Google 7,67 Milliarden Dollar Revenue, also Umsatz, erzielen können. Also das hat sich richtig gelohnt, aber wie gesagt, das ist das klassische Geschäft von Google, nicht irgendwie KI. Gestern haben wir dann gesehen, dass Snap im Grunde das macht, was es immer nach den Zahlen macht. Kamen ja auch die Zahlen von Snap. Minus 19,34%. Der Abverkauf von Snap nach den Zahlen ist gewissermaßen schon eine Marktfolklore. Das wiederholt sich immer wieder. Aber kommen wir mal zu Microsoft. Die Zahlen eher natürlich über der Erwartung, die natürlich vorher auch ziemlich deutlich wieder gesenkt worden war. Die Aktie ein bisschen schwächer dann nachbörslich. Hier dann Aussagen von Microsoft-Chef, der gesagt hat, die Organisationen are asking not only how, but how fast they can apply this next generation of AI. Also wie schnell können wir denn endlich hier da KI und so weiter. Aber so schnell geht es scheinbar nicht, denn wir sehen, dass Microsoft seine Umsatzprognose nicht so angehoben hat oder nicht in dem Bereich hat, wie die Märkte es erwartet, erhofft und in ihrer KI-Euphorie vor allem erträumt hatten. Wir sehen dann Google nachbörslich minus 3,7%. Revenue Guidance misses Expectations, auch wegen der Cloud, aber wenn es jetzt so ist, dass mit KI das große Geld verdient wird, dann scheint das aber noch ziemlich weit weg zu sein. Warum hätte sonst Microsoft seine Umsatzprognose so schwach ausfallen lassen? Und hier heißt es dann seitens von Microsoft, naja, das Wachstum wird eher graduell sein. Was? Wir haben doch gedacht, das ist Skyrocketing, also praktisch zum Himmel hinaus schießend geradezu, weil diese KI ja so ein absoluter Gamechanger ist. Nein, es ist vielleicht eher nicht so. Wir sehen, dass hier Microsoft ja dieses 30-Dollar-Paket für seine KI reinbauen will, aber wann und wie viel Umsatz man dadurch erwartet, hat man nicht gesagt. Also wieder ziemlich schwammig, sehr unbefriedigend das Ganze und das vor dem Hintergrund, dass wir eine Multiple Expansion haben, also dass die Aktien ja schlichtweg teurer geworden sind, ohne dass jetzt sozusagen die Fundamentaldaten dieser Aktien, besonders in den USA, besonders bei den großen Tech-Werten, hinterhergekommen wären. Ich hatte diese beiden Grafiken schon gestern gezeigt. Hier zum Beispiel Valuation Metrics, da hat sich Microsoft, was Price-Earnings-Ratio betrifft, 35% nach oben geschoben, also ist ein bisschen teurer geworden. Und nochmal in Sachen KI, Hynix, der Chip-Gigant aus Südkorea, der hat jetzt Zahlen gemeldet, die über der Erwartung waren, was den Umsatz betrifft, 7,3 Trillion Won statt 5,7 erwartet, aber insgesamt ist das immer noch ein Abfall des Umsatzes von 47% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also fast die Hälfte kann man sagen. Also wo ist da diese überragende Nachfrage nach Chips in Sachen KI? Genau das wird dann dazu führen, dass Nvidia wahrscheinlich zugeben muss,
bald, wenn man im August die Zahl berichtet, dass diese Umsatzprognose von 11 Milliarden jetzt in diesem zweiten Quartal praktisch ein Ausreißer war, weil die Chinesen auf Halde gekauft haben, in Sorge vor einem Bann der Amerikaner, vor einem Chip-Bann der Amerikaner. Also das ist sozusagen jetzt so die Endstufe vielleicht, die wir sehen in diesem KI-Hype. Da ist sozusagen die beste aller Welten drin. Keine Absicherungen auf der Unterseite für Tech-Aktien. Hier sehen wir das. Puts praktisch nicht vorhanden. Wir sehen insgesamt Put-Call-Ratio extrem tief. Inzwischen sind wirklich alle auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Nicht nur NAAIM Exposure, also das, was die Vermögensverwalter jetzt drin haben, fast 100%, sondern wir sehen auch diese ehemalige Short-Positionierung etwa im S&P 500 Future, die ist jetzt komplett gedreht und ist sozusagen auf einem sehr, sehr hohen Long-Niveau. Also Absicherung null. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt die größten Abflüsse aus US-Aktien, vor allem aus Tech seit November 2020, wie aktuell die Bank of America hier zeigt. Wir sehen oben total diese Abflüsse und vor allem Tech ist hier besonders betroffen. Also alle euphorisch, nach wie vor Stimmung, private Anleger, Fear and Greed, Investors Intelligence, also die Stimmung der Börsenbriefe. Da kommt man ja aus der Aufzählung nicht mehr raus und diese Euphorie kontrastiert ein Stück weit mit den Insidern, also denjenigen in den Firmen. Die wissen, wie die Sache sich wirklich intern entwickelt. Hier haben wir mal die Insider Transactions Ratio und wir sehen, das ist eher nicht so bullish, sondern da wird viel verkauft, weil man eben sieht, dass wahrscheinlich dieses Soft Landing Szenario, das die Märkte ja wundersamerweise einpreisen, ein Wishful Thinking ist, also eine Wunschvorstellung ist. Man glaubt ja irgendwie, die Soft Landing Wirtschaft wird dennoch die Fed veranlassen, die Zinsen zu senken, weil die Inflation wundersamerweise zurückgeht, aber dass die Inflation zurückgeht, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal das gestrige Geschehen an. Der Dow mit 0,08%, sein 12. Tag in Folge, in dem er steigen konnte. Nasdaq 100, der beste Index, also Big Tech. Materials Technology waren die besten Sektoren, also wieder Technologie. Hier nochmal der Dow Jones, 12 Tage jetzt in Folge. Das hatten wir einmal 2017, der absolute Rekord ist 13 Tage in Folge, das war Januar 1987, also alles super bullish, nicht wahr? Aber gucken wir uns mal an, die längsten Gewinnstrecken des Dow Jones waren alle in wunderbaren Aktienjahren 1929, schwarz auf praktisch der Crash damals, der nach wie vor in dem Bewusstsein der Märkte stark verankert ist. 1970 weniger stark verankert, da hatten wir aber einen Crash von Tech-Aktien in der zweiten Jahreshälfte und dann 1987, da war doch irgendwie auch was, gell, dieser kleine Zwischencrash im Oktober 2087 und wenn wir uns jetzt mal die Performance des Nasdaq oder der Tech-Aktien anschauen seit Anfang Juni, also seit 1. Juni, dann sehen wir, Tech ist nicht mehr führend. Hier, Tech ist XLK, ich hoffe, Sie können das sehen. Er hat sich sogar schlechter entwickelt als der S&P 500. Der beste Sektor sind die Materials, ist Energie, sind also diese Sektoren, die letztendlich darauf hindeuten, dass wir wieder Inflationsanstiege sehen werden. Jetzt heute ja die Fed-Sitzung und die Frage, was machen die Märkte daraus? Wir sehen hier die Einschätzung von JP Morgan, die allerdings nicht oft so richtig liegen, aber sei es drum. Man sagt, Hike and Pause, Probability 65%, dann würde der Markt leicht steigen, aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich, dass Powell und die Fed signalisieren, so jetzt sind wir fertig, sondern man wird sich das Ganze wahrscheinlich sehr offen halten, das ist meine Vermutung, dennoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen anhebt, ist bei 98,9%. Da wird sie nicht dagegen handeln. Wir sehen aber, dass die Märkte relativ wenig Volatilität erwarten. Es ist einer der geringsten Volatilitätserwartungen hier eingepreist in den Optionen seit langer Zeit. Weil man sich sagt, naja gut, was soll da schon schief gehen? Und genau das ist der Punkt. Jetzt gucke ich mal, ob hier die Sache auch weitergeht. Jetzt kriege ich es hin.
Und hier sehen wir, dass eben sehr, sehr wenig eingepreist ist, sehr wenig Volatilität eingepreist ist für im Umfeld dieser FED-Sitzung. Auf der anderen Seite sehen wir, dass saisonal der VIX normalerweise jetzt beginnt zuzulegen. Hier sehen wir die Erwartung der Märkte in Sachen Zinsen und wir sehen, das geht dann so ab Anfang 2024 erwartet man, dass die FED die Zinsen senkt, passt aber nicht zu diesem Soft-Landing-Szenario. Nick Timiraos, das Mouthpiece der FED, also praktisch das inoffizielle Sprachrohr der FED vom Wall Street Journal, sagt ja, die Wirtschaft ist noch zu stark gewesen in den letzten Monaten, als dass wirklich Paul eine Pause, einen Stopp der Zinsanhebungen signalisieren könnte. Die Zinsen sind ja jetzt so hoch wie seit 22 Jahren nicht mehr. Also, noch ist die Zeit nicht reif zu sagen, das war's jetzt, zumal dann die Märkte wahrscheinlich noch mehr ausflippen werden. Aber wir sehen, Rohstoffpreise sind gestiegen, Metals, Energie gestiegen. Also die Faktoren, die vorher die Inflation nach unten gebracht haben, das dürfte dazu führen, dass die nächsten Inflationsdaten, was den Vorjahresmonat betrifft, wieder nach oben gehen. Und das dürfte sich dann möglicherweise den Rest des Jahres fortsetzen. Insgesamt sehen wir, dass die Notenbank ja nach wie vor Liquidität entziehen, Bilanzsumme reduzieren, aber die Aktienmärkte steigen trotzdem weiter. Das ist vergleichsweise ungewöhnlich. Hier noch eine interessante Story hier aus den USA. PacWest wird von der kleineren Bank of California übernommen. Das ist ein Taken-Under, also nicht eine Übernahme, sondern eine Unternahme. Das größere Unternehmen wird geschluckt. Das ist insofern interessant, als das kurz vor den Zahlen von PacWest passiert, die für heute avisiert sind. Also das ist für PacWest-Aktionäre dann auch nicht das Allerbeste. Und wenn wir nochmal nach China kommen, nach China, hier sehen wir schwächere Daten, schwächere Märkte heute, nachdem es vorgestern oder gestern ja massiv nach oben gegangen war, etwa in Hongkong, sehen wir jetzt einen Verlust, weil man sich jetzt sagt, naja, schön und gut, ihr wollt irgendwas machen, aber was jetzt konkret eigentlich seitens des Stimulusversprechens der chinesischen Regierung? Wir sehen ja die Wirtschaftsdaten extrem schwach. Notenbankchef und Außenminister gestern ausgetauscht worden. Das zeigt, es rumort in Peking. Das möchte ich als erste Empfehlung Ihnen ans Herz legen. Was passiert da eigentlich? Das ist für Xi Jinping ein echtes Problem, denn er hatte diesen Außenminister, der jetzt plötzlich weg ist, selber ernannt. Der Notenbankchef soll den Yuan-Abverkauf stoppen. Bisher gelingt das. Die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, FED erhöht Zinsen auf 22 Jahreshoch und dann ist Ende. Hier Einschätzungen verschiedener Analysten zu der Situation im Vorfeld der heutigen FED-Sitzung. Und dritte und letzte Empfehlung, DAX vor Ausbruch, Hochspannung vor dem FED-Entscheid. Was macht der DAX eigentlich, der in letzter Zeit ja so ein bisschen seitwärts, in den letzten Tagen so ein bisschen seitwärts gelaufen ist? Also diese drei Empfehlungen, Marke Flüster, vor der FED-Sitzung. Jetzt sage ich erstmal Servus, ciao.